Hallo und herzlich willkommen zurück zu Morrowind, hier vor den Toren, oder ja, Tore nicht wirklich, vor dem Ortseingang Balmoras. Hier müssen wir uns ja bei irgendjemandem melden. Vielleicht bist nicht du, du bist Dralas Guido, hast du irgendwas zu sagen für uns? Pelagiat und Solstheim nur, ja, alle NPCs, das wissen wir schon, haben irgendwas mit Solstheim zu tun. Ja, macht das. Ist eine Menge Zeug drin, aber wir sollten uns nicht dran bedienen. Sollen wir uns die Wachen und so weiter sehen. Ah, ein bisschen Geld auf jeden Fall. Gucken wir mal überall schon mal rein. Überall sind Draken drin. Aber wir sind aktuell noch entdeckt. Wir können hier zwar... Probieren wir ganz kurz was. So, jetzt mal schleichen. Eine Sache, bevor wieder was schief geht. Wir machen einen Quicksave. So, die nehmen wir. Den Müll brauchen wir nicht. Ja, okay, das war aus dem Schleichen halt raus, sobald man einmal die Taste loshält. Nein, alle nehmen. Der Rest ist Müll. Die Vase hat zwar so ein bisschen Wert, aber eigentlich auch nicht wirklich. Letzte Kiste noch. Ich achte mal nur unten gerade drauf, dass wir dann nicht aus Versehen entdeckt werden in dem Moment. Ja, okay, jetzt sind hier die Wachen. Vielleicht lassen wir die zwei Kisten mal aus. Was ist denn das eigentlich für ein Haus, was hier so abseits steht? Ah, Danias Haus. Gehört zu Pelagiat. Das ist gar nicht Balmora hier. Oh, wir sind nicht in Balmora. Oh, die hat eine Falltür. Oh, oh. Was hast du denn hier? Quatschen wir mal ganz kurz. Neueste Gerüchte. Wir handhaben es hier aber genauso wie... bisher, wir klicken einfach alles an und wenn irgendwas mit dazu kommt, was irgendeine Quest oder ein Tagebuch aktualisiert, dann lesen wir den Text. Weil sonst, ihr seht's, wenn wir jeden NPC so durchgehen, das wird viel zu viel. Jetzt habe ich nur gerade Angst, diese Falltür zu benutzen. Ich muss nochmal quicksaven. Vielleicht folgt sie uns gleich und kriegen gleich richtig Ärger. Oh. Der vergiftete Gesang, Buch 5 und 6. Gucken sie mal nur an. Bessern aber keine Skills. Da ist noch eine Kiste. Ist niemand hier. Dann bedienen wir uns noch ein ganz bisschen. Ich kann auch die Bücher eigentlich mitnehmen, weil die haben einen ganz guten Wert. Ah, da oben ist noch eine Kiste. Ah, Moment. So. Ist das hier unser Hauptdietrich? Das ist der mit den 24 Anwendungen. Da ist noch ein neuer, der ist genauso gut. Geöffnet werden. Konnte nicht geöffnet werden. Jetzt. Wow, 5 Draken. Naja, gut. Nehmen wir mit. Und ich schätze, es hat wahrscheinlich auch dann 3 Anwendungen gekostet, oder? Ja, hat nur noch 21. So, das packen wir wieder weg, damit wir nicht aus Versehen jemanden angreifen hier. Checken wir mal alle Sachen hier durch. Nehmen wir mit. Dort nehmen wir mit. Oh, wieder ganz schlimm hier. Ich nehme wieder viel zu viele Sachen auf jeden Fall mit. Unbedeutender Seelenstein. Die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Hier, den Alkohol nehmen wir noch mit. Das sind normale Flaschen, ne? Ja, die Kiste hinten. Auch noch ein bisschen was. Auch nochmal einen Seelenstein. Sonst aber nichts. Ah, könnte sein, dass wir gleich oben Ärger bekommen. Wahrscheinlich allein schon, weil wir den Keller hier betreten haben. Das reicht manchen NPCs ja schon aus. Die Draken nehmen wir noch. Die Schuhe sind jetzt nicht viel wert. Okay. Dann gehen wir wieder rauf. Mal gucken. Oh ne, sagt nichts. Okay. Oh. Durften wir wohl in den Keller hinein, ohne Ärger zu bekommen. Das ist schon mal gut. Ah, ich glaube, das da hinten könnte Balmora sein. Die große Stadt. Und da sehe ich schon wieder ein Dungeon. Oder halt eine Tür in den Berg. Da hinten waren wir letzte Folge, da wurden wir wieder direkt über den Haufen gemäht. Wir haben zwar einen Geist besiegen können, aber danach war Schluss bei den ersten Skeletten. So, da kommen wir nicht rein. So, ich möchte mich ja kurz ein bisschen umschauen. Hier, Mebestiens Laden. Ja. Da können wir nochmal reinschauen. So, mit dem nächsten Händler verscherzen wir uns jetzt diesmal nicht.
Das haben wir letztes Mal ja wunderbar hinbekommen. Schicker Bogen. Knochenschild, aha. So, handeln. Dann lass uns doch mal wieder ein bisschen Müll loswerden. Oder haben wir da nicht Müll zum Verkaufen? Die Nachricht für Riska zum Beispiel können wir mal loswerden. Hier dann die Bücher. Zack, zack, zack. Da mit den Anweisungen, mit den anderen Sachen müssen wir noch gucken, ob wir die brauchen oder nicht. Hier, Icarus Flug. Ganz ehrlich, ich will den nicht unbedingt verwenden. Ich möchte ihn, glaube ich, verkaufen. Der ist mir auch ganz schön was wert. 119 nämlich. Der Händler hat 449 Gold. Okay. Also die ganzen Materialien, die behalten wir erstmal. Die wiegen jetzt auch nicht übertrieben viel. Boah, aber sowas hier kann man verkaufen. Das wiegt nämlich 5. Ah, man kann Stärke mit festigen. Könnte man jetzt machen. Aber ich nutze so Sachen eh immer viel zu selten. So, diese Hemden und so ein Zeug darf noch weg. Noch hat der Händler ein bisschen Gold. Das darf noch weg. Dann der Eisendolch. Die beiden Chitin-Dolche. Sachen wiegen nicht zu viel, das kann man behalten. Oh, das wiegt noch viel. Noch 2 weg. So. Dann versuchen wir mal direkt den Händler... Oh, halt nicht ganz so hoch. Ich wollte auf 400 hochgehen. Wollen wir irgendwas im Gegenzug einkaufen beim Händler? Ich glaube nicht, oder? Ah, es gibt einen Wurfstern, es gibt Wurfpfeile. Okay, es gibt auch normale, ja, Bolzen und sowas und Pfeile. Ach du Heilige, es gibt doch so viele verschiedene Waffen, ne? Eieieiei, wir versuchen erstmal das zu verkaufen, ob das geht. Nee, ist zu teuer. Da gehen wir auf 390 mal runter. So, ah, das nimmt er. Sehr gut. So, handeln. Waffen. Wollen wir uns was kaufen bei ihm oder nicht? Auf jeden Fall, wir haben doch ganz gut Geld. Jetzt zu 779. Aber er hat halt nichts Magisches, ne? Noch nichts, was irgendwie bedeutend gut wäre hier. Schild hätte er zwar. Ich überlege, ein Schild ist vielleicht gar nicht mal verkehrt, aber ist auch so teuer. Vielleicht finden wir noch was. Ich warte mal mit Sachen einkaufen noch. Was auch lustig ist, man kann übrigens die Fenster hier unterschiedlich groß ziehen. So, hast du denn irgendwelche Infos für uns? Bla 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 bla. Nö. Okay, gibt's oben noch was? Oben noch Leute? Ein Buch. Alchemistische Formelsammlung. Quicksave lieber nur, wenn nicht, dass es irgendwas ist, was man direkt aufsammelt. Nee. Okay, verbessert keinen Skill. Pfad des Pilgers. Keine Ahnung. Wir klicken einfach alle Bücher mal immer an. Ist, glaube ich, nicht verkehrt, weil manche bestimmt den Skill verbessern. Ah, da wäre eine Kiste. Aber hier ist eine Wache. Oh, halt. Da wollte ich eigentlich gar nicht ran. Ah, was heißt, wenn die Wache geht, können wir versuchen, die Kiste da oben zu knacken. Das heißt, wir rüsten schon mal unseren Dietrich aus. Wo ist eigentlich unser Schlossknack-Skill? Wie heißt denn der hier überhaupt? Gibt's überhaupt einen Skill für? Das ist jetzt die nächste Frage. Aha, Ruf und Kopfgeld. Gibt's da unten noch? Genau, Falschen haben wir schon ein bisschen hochbekommen. Das ist nämlich immer gut, deswegen immer versuchen, dass man ja, möglichst den besten Preis da raushandelt. Ist gar kein Schlossknack-Skill. Oder fällt dir unter was anderes? Schleichen? Taschendiebe, bla bla bla. Ach, Sicherheit, hier. Da ist es der Skill. Hier haben wir 25 aktuell. Ja, wir warten einfach mal bis... Da passen wir nicht durch. Bis die Wache wieder geht. Bist du auch nicht durchgehört? Nee. Guck schon, so dick bin ich nicht. Ach, seitlich passe ich durch. Hä? Okay, nee. Jetzt doch nicht mehr. Oh, warte mal. Okay. Das ist eine Truhe, an die können wir kurz ran. Ist nur ein Draken drin. Mach ich mit. Zack.
Warum kommt der zurück? Ja. Oh Gott. Das war jetzt aber Glück. Ich dachte, er hatte das gegen uns. Reden wir ganz kurz mit ihm. Ist nichts gegen uns, gell? Die anderen Sachen haben wir schon mal angeklickt, mal bei den anderen NPCs. Geh vielleicht da oben ran. Geh mal wieder runter, Kollege. Oder folgt er uns jetzt? Jetzt geht er runter. Okay, kurz Quick Save. Ich habe echt Angst, dass es schief geht. Okay, der ist unten. Ist zu komplex. Ah, okay, da kommen wir noch nicht ran. Gut, dann lassen wir das. Wir legen den Dietrich mal wieder ab. Zack. So langsam komme ich mit der Steuerung auch klar. Betonung liegt aber auf langsam. Ach, das ist die Tür. Was ist das für ein schickes Ding hier? Aber das ist ja nur die Tür. Hier gibt es aber nichts weiteres, was man sich anschauen kann. Ja, die Kiste da, aber die gehen wir mal lieber nicht an. Ich glaube, das könnte Ärger geben. So, was haben wir denn hier für ein... Herberge zur Mitte. Ach ja, lass mal reinschauen. Wir könnten ja so Roleplay-mäßig spielen, dass wir auch tatsächlich immer nachts schlafen gehen in irgendwelchen Herbergen oder sowas. Könnt ihr euch vielleicht ein wenig sputen? Alles klar. Was hat die denn da an sich dranhängen? Ich, was ist das denn? Ih. Hast du irgendwas Interessantes? Lalalala, ich glaube auch nicht, oder? Ah, die Magiergilde erwähnt sie mal. Mhm. So, hast du irgendwas? Diebesgilde, aha. Es wird nicht leicht sein herauszufinden, wo sich die Mitglieder der Diebesgilde treffen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Ihr müsst euch mit wachen Augen umsehen und mit den richtigen Leuten reden. Was ist denn sein Beruf? Ach, er ist Bandit, alles klar. Schlender, irgendwas? Ich traue euch nicht genug, um mit euch darüber zu sprechen. Okay, können wir ihn überzeugen eventuell? Und dann drohen spotten, das kann wieder alles schief gehen. Können ihn auch bestechen? Ah. Magst du jetzt mit uns drüber reden? Ach so, wir sind das Volk des Ödlands. Wir jagen und hüten Gua. Wir halten uns an die Gesetze und ehren die Ahnen. Wir haben keine Häuser, nur Zelte. Ich war Hirte, aber nun will ich reich werden wie ein großer Händler. Ich will in der Stadt leben, kämpfen, Schätze suchen, reich werden und Handel treiben lernen. Seelenkrankheit, Peststürme im Arschland... Was? Seelenkrankheit, Peststürme? Im Arschland sieht es schlimm aus. Deshalb kam ich nach Pelagiat. Jetzt wohne ich in einem großen Haus und arbeite für Männer, die mich mit Geld bezahlen. Ach schade, ich dachte, er erzählt uns ein bisschen mehr. Willst du Liebesgilde jetzt? Nein. Sonst hat er auch nichts weiteres, ne? Nö. Naja, mit 10 Draken investiert. Ich habe wirklich hast du noch Zeit irgendwas? Nelos? Oder nur die neuesten Gerüchte, glaube ich, kommen immer Quests dann auf. Der Rest ist, glaube ich, immer all dasselbe, was wir alles schon kennen. Anasi. Ah, Ausbildung. Nein, Anasi unterrichtet nicht, denn ihr gehört nicht zu. Aber Anasi darf nicht sagen, wozu ihr nicht gehört. Ah, warte mal. Wenn Anasi fließende Bewegungen wie diese sieht, dann denkt Anasi an Tänzer. Nein, ein Fassadenkletterer. Wenn ihr nicht in der Diebesgilde seid, vielleicht wollt ihr dann beitreten. Oh. Diebesgilde? Nein, ihr seid nicht in der Gilde. Das ist nicht richtig. Anasi gibt euch ein Geschenk. Eine Abschrift dieses Buches Diebesehre. Tut Anasi einen Gefallen und lest dieses Buch. Nein, bitte, nehmt dieses Geschenk an. Anasi dankt euch, dass ihr den Tag verschönert habt. Oh, Diebesehre dem Inventar hinzugefügt. Okay, das schauen wir uns gleich an. Fließende Bewegungen. Aha. Alles andere drauf geschult. Warte, was? Welche Khajiit kann sehen, dass sie sich, was sie sich wünscht und es nicht nehmen? Könnte Anasi um ein Geschenk bitten? Sagt nicht nein zu Anasi. Muss Anasi zur Diebin werden? Muss sie dieses Ding stehlen, diesen Gewamm, den sie will? Oder gibt er sich als Geschenk? Was passiert, wenn wir jetzt das Geschenk der Freundschaft anbieten? Machen wir doch mal, oder? Bitte verzeiht Anasi, wenn sie wie ein Kätzchen schnurrt, aber Anasi ist hoch erfreut. Ihr werdet Anasi also oft besuchen kommen
und ihr Sachen erzählen und ihr auch Fragen stellen, denn wir sind jetzt Freunde, ja? Oder? Anassi kennt ein paar Geheimnisse, die sie fast platzen lassen. Zum Beispiel ihr neuer Freund muss es erfahren von Anassi. Diese Hordis da oben, da kenne ich ein kleines Geheimnis. Okay, weiter. Anassi sagt, Anassi vertraut euch. Ja, Anassi ist eine Diebin. Das stört euch nicht. Warum? Weil Anassi geheime Dinge liebt. Sie liebt Geheimnisse und wenn sie eins findet, möchte sie es haben. Wie dieser seltsame Hordis ist, hat ein Geheimnis. Das kann Anassi sehen. Also folgte Anassi Hordis und damit, und daher weiß Anassi, dass Hordis Meruns Dagon dient. Oh, ist übrigens ein Dätra. Dieser magische Gürtel, den Hordis hat, so ein schöner Gürtel, aber mit seltsamen Schriftzügen in fremden Runen. Vielleicht böse oder gar Gefahr. Okay, Tagebuch wurde aktualisiert. Okay. Ach, so kann ganz viel mit Anassi quatschen. Können wir Sorgen teilen machen. Ach, da glaube ich noch eine Aufgabe. Okay. Vergebt Anassi, neuer Freund. Anassi ist beschämt, diese Sorge mit euch zu teilen. Aber Anassi hat große Angst. Dieser finstere Mann, schlechte Person, bringt Furcht zu Anassi. Er kommt und sagt, es gibt keine Diebesgilde mehr. Nur die Kamonatong. Und Anassi wird der Kamonatong beitreten und beschützt werden. Sonst ohne Schutz könnte Anassi wehgetan werden. Dieser finstere Mann, er spricht ruhig, aber sehr gemein. Anassi tut es so leid, euch zu behelligen. Aber Anassi hat Angst. Ich biete mal an, dass wir uns darum kümmern. Okay, ihr seid zu freundlich geworden. Anassi weiß, dass ihr neuer Freund durch sie eine große Last auf sich nimmt. Doch sie kann nicht kämpfen, kann kein Blut vergießen, sie hat einen Eid darauf geschworen. Anassi versucht gut zu sein, doch nun denkt Anassi, sie ist in großer Gefahr. Dieser böse Darin Adrin, ein Dunkelelf. Er hat eine hohe Position in der Kamonatong in Gnamok. Er ist in Naden Roterans Hütte. Anassi schämt sich, dass sie ein Leben von euch verlangt, doch sie hat niemanden sonst. Okay. Es wird also sehr, sehr interessant. Warte, können wir Ausbildung mittlerweile machen? Ach, das dürfen wir noch nicht. Alles klar. Eieieiei. Okay, das war jetzt sehr, sehr viel Text wieder. Wir schauen mal ganz kurz. Wir haben irgendwas von der Diebesgilde bekommen. Die Diebesehre. Können wir das denn irgendwie... Ah, so können wir es lesen. Okay. Ich lese aber nicht mal alle Seiten, weil ich glaube, das sind wieder sehr viele. Ja, das geht. Ich möchte also beitreten, doch wo? Ein Dieb zu sein ist etwas anderes als ein Krieger zu sein. Man geht nicht einfach zum örtlichen Gildenhaus. Die Diebesgilde hat keine Gildenhäuser. Doch Diebe sind gern dort, wo ihre Freunde sind. Und wo sind ihre Freunde? In der örtlichen Taverne oder dem Handelshaus. In Wadenfall sucht nach Freunden in Balmora. Aldrun, Satrid Mora und dem Fremdenviertel in Vivec. Okay. Dann wissen wir also, wie wir an die Diebesgilde rankommen. Ich muss gar nicht so früh durch Zufall schon an einen NPC kommen, der uns dafür Infos gibt. Warum faucht sie uns an? Ups. Handel und Ausbildung. Okay, Handeln. Keiner der unsrigen? Pech. Kann euch nicht unterrichten. Widerspricht den Regeln. Ach, ist ja nett. Ausbildung dasselbe. Ja. Wow. Du bist ja freundlich. Klicken wir einmal kurz hier durch. Aber interessant, wie alle hier von der Diebesgilde reden, tatsächlich. Gucken ganz kurz ins Journal. Okay, Tempel. Pilgerreisen der sieben Gnaden. Ich habe der Pfad des Pilgers gelesen und den Standort jedes Schreins auf meiner Karte markiert. Ach so, okay. Das kam also auch noch mit dazu. Okay. Anassi, eine besondere Freundin. Genau, das ist das. Wir müssen nach Gnamok. Noch sollten wir uns aber nicht mit dem anlegen, weil aktuell haben wir noch keine Chance. Das sind alles versperrte Türen. Ich glaube, da müsste man sich wahrscheinlich ein Zimmer kaufen. Oh, das ist aber offen. Oh, da steht ja jemand drin. Hordis. Was ist das für ein Gestank? Treibt es nicht so weit mit mir. Ja, sehr freundlich. So, was war mit Hordis denn nochmal? Was denkt ihr, dass ihr hier tut? Verschwindet jetzt. Okay, oh, wir können gar nicht reden mit Hordis. Okay, wir sollten vielleicht aufpassen, wenn nicht, dass plötzlich die
Wachen ruft. Was hat mit Holris nochmal? Moment. Geschenke austauschen, weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Was war das denn jetzt gerade eben nochmal? Könnt ihr euch vielleicht ein wenig sputen? Ja, seid doch nicht immer so ätzend alle. Ach so, genau. Oh, hat magischen Gürtel verehrt Meruns Targon. Aber wir müssen an sich erst um diese andere, zu der anderen Person gehen. Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt. Wir müssen, glaube ich, diesen Dunkelelfen müssen wir töten. Was hat es mit Holris jetzt dann auf sich? Also die kann wahrscheinlich irgendwie zusammen, vermute ich mal. Ja, vermutlich nicht. Aber inwiefern die zusammengehören? Ach du Heilige, da könnte man noch von Sachen mitnehmen. Das machen wir mal nicht. Ich glaube, wir können uns mal wieder auf den Weg hier nach draußen machen. Ah nee, halt, wir haben mit... Der oder... Wir haben mit hier in der Bar noch nicht geredet. Sputet. Dem haben wir geredet. Ich habe nur wenig Zeit. Handelst du denn mit uns? Ja, du würdest mit uns handeln, hast aber an sich nichts Brauchbares. Ah. Kann man hier ein Zimmer mieten? Dienste? Nö. Ah, Betten. Eins ist frei, das macht 10 Draken für den Rest des Tages. Wollte es. Ach komm, machen wir es auch einfach mal. Jawohl, Zimmer ist unseres. Ihr werdet es am Ende des Ganges oben unverschlossen vorfinden. Genießt euren Aufenthalt in Pelagiat. Vielen Dank. Dann legen wir uns aber ganz kurz aufs Ohr. Wir ruhen uns einmal aus. Aber verschwendet keine Zeit. So, die Zimmertür ist aufgeschlossen. Können wir auch zumachen. Jawohl, wir können auch zumachen. Kiste ist natürlich leer. So, und dann rasten wir doch mal. Ach, gar nicht mal zu lang, weil es ist schon 5 Uhr morgens. Machen wir bis geheilt. Das ist doch, glaube ich, gut. Zack. Das ist auch gut, weil das haben wir eben geheilt. So. Es ist hoffentlich Tag draußen. Könntet ihr euch vielleicht ein wenig sputen? Ach, sei doch nicht so. Alle so unfreundlich immer. Und jawohl, es ist Tag. Sehr schön. Okay, der Brunnen hat einen Deckel drauf. Da kommt man nicht rein. Waren wir in dem Haus schon? Mulberius Harmevus Haus. Nee, aber hast du irgendwas für uns? Nee. Alles Geheimnis, Ratschlag. Nee. Allzeit bereit. Oh, aber wir hatten eine Falltür, die verschlossen ist. Ihr dürft sprechen. Alles klar, wir dürfen also sprechen. Gut, wir ziehen mal ein bisschen weiter. Wir haben ganz schön lange hier aufgehalten gerade eben. Mit allem Möglichen. Kaiserlicher Bogenschütze. Na gut. Gehen wir mal ganz kurz hier rein. Schauen, ob es hier irgendwas gibt. Festung Pelagiat. Irgendwo eine Waffe mitgehen lassen. Nun, wo nicht eine Wache. Hingelegt? Du schaust mir aus wie ein Händler, schnell. Oder? Ja, du bist ein Händler. Handel. Das wäre ein Kaiservoll Kurzschwert. Das hat ganz guten Schaden auf Kurzwaffe. Wäre halt... Ich meine, klar, die Langwaffe hier macht mehr Schaden, aber wir sind schlecht drauf trainiert. Hat noch ein bisschen Blitzschaden zusätzlich. Ich tendiere ja dazu fast, da was zu kaufen. Hast du vielleicht leichte Rüstung? Das wäre mir noch ganz gut, aber die hat nur schwere Rüstung. Ah, nee, mittlere Rüstung gibt es auch noch hier. Okay, das ist vielleicht gar nicht mal zu dumm, da was zu kaufen von. Ich finde es verwirrend. Der Helm hat halt Rüstwert 9. Der Rüstungswert und der Kettenhelm hier hat halt 1. Ist jetzt das Ding deutlich besser wie das andere oder... Ich weiß ja nicht, wie unsere Rüstung sich zusammensetzt. Weil das Ding hat halt auch nur Rüstungswert 1. Genau 1. Das hier hatte 2. Wie heißt, wir verkaufen das und kaufen das hier ein. Ist halt deutlich leichter, das ist halt für uns auch, glaube ich, gar nicht mal verkehrt, das dann so zu machen. Ah, hier gibt es noch Kettenbeinschienen. Okay, die würde ich auch noch mit dazu nehmen. Auch so krass, dass es halt linke und rechte Schulterplatten gibt.
Ist schon ein sehr komplexes Ausrüstungssystem. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber der Rest ist alles schwere Rüstung. Ich guck mein Auge gerade so. Ach, nervig. Ich überlege. Ja, verkaufen möchte ich das Schwert eigentlich nicht, aber es ist halt nicht so gut für uns, weil es halt eine lange Waffe ist. Die unteren Schadenswerte sind hier von euch besser wie von dem Ding. Ach komm, ganz ehrlich, wir verkaufen das Funkenschwert. Kaufen uns das Kurzschwert. Das sind Gesamtkosten jetzt. Ach so, warte mal. Das ist jetzt blöd, Moment. Nee, wir machen ganz kurz mal Abbruch. Ich kaufe erst einen und verkaufe dann, sonst weiß ich nämlich nicht, was da welcher Wert unten bedeutet. Genau, wir machen erst den Einkauf. Also Kurzschwert. Das Ding. Den Helm lassen wir. Wir nehmen das Ding noch mit. So, wir machen die Gesamtkosten ein bisschen runter. Wir gehen mal auf 150. Mal gucken, ob das geht. Nein, da gehen wir auf 160 oder so hoch. Nee, mag noch nicht. 165, okay, passt. Dann verkaufen. Das Funkenschwert, den Eisenharnisch. Mehr, ah nee, das Ding können wir noch verkaufen. Ach, will er nicht haben, okay. So, ein bisschen mehr vielleicht dafür. Gehen wir auf 70, ich glaube, das ist zu viel, oder? Ja. 65 vielleicht? Nee. Ach komm, jetzt war doch nicht so. Naja. Einen Draken mehr bekommen. So, dann rüsten wir uns gleich mal wieder aus. Rüstung 1. Ich bin verwirrt. Warum haben wir Rüstung 1? Vielleicht, weil das, das ist ja mittlere Rüstung und wir müssen eigentlich leichte Rüstung tragen, ne? Genau, leichte Rüstung haben wir hochtrainiert. Ich überfliege das mal ganz kurz. Ah ja, um die Rüstung wirksam einzusetzen, muss man trainiert sein da drin. Ja, okay. Das sind wir bei mittlerer Rüstung auch noch nicht tatsächlich. Blöd. Oh, ein Buch. Ordo Legionis. Kaiserlicher Kultaltar. Nee, ich möchte nichts spenden. Da geht's nach Pelagia draus. Hier wahrscheinlich auch überall. Ah, nee, da geht's weiter. Sagt eure Worte. Ich hab keine Worte. Ikfa, wer bist du denn? Handeln. Ah, scheint ein Magier zu sein. Naja, so halb. Können wir den Trank da verkaufen? Ich glaube, diese hier verkaufe ich auch, oder? Weil ich werde sie nicht nutzen. Höchstwahrscheinlich. Mal ein bisschen hoch im Wert. Ja, ein bisschen runter im Wert. Ach komm, sei doch nicht so. Was? Haben wir jetzt gerade weniger bekommen, wie vorgeschlagen worden ist? Schon, gell? Ja, manchmal knacken die NPCs so ein bisschen irgendwie vom Sound her. Ich glaube, das hat man in der Aufnahme wahrscheinlich leider auch gehört. Irgendwas knackt manchmal so ein bisschen bei den Stimmen. Okay, kann man jetzt nach unten gehen, nach oben gehen. Wir schauen mal ganz kurz nach unten noch. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas Interessantes. Eine Stahlkatana. Ist eine Langwaffe. Zur Sicherheit. Die Draken nehmen wir auch noch mit. So, kommen wir hier rein. Oh nein, da kommen wir nicht rein. Schloss 95. Ach du Heilige. Ja, wir können das Katana noch direkt eigentlich verkaufen. Dann sind wir gleich wieder los. So, handeln. Stahlkatana, machen wir ein bisschen hoch im Preis. Ach komm. Na gut. Die wollen nicht so wirklich. So, ich glaube, hier geht's wieder raus, oder? Okay, krass, haben wir jetzt die Folge eigentlich fast nur durchgehend Pelagiat erkundet. Mehr haben wir jetzt gar nicht gemacht. Haben wir mit dem schon gequatscht? Der sieht neu aus. Ich hatte Geduld Kunta. Mit euch. Strapaziert sie nicht. Alle so freundlich hier. Du hast nix, gell? Nee. Ach, er ist ein Nord, alles klar. Naja, dann ziehen wir mal weiter, würde ich sagen. Hier waren wir schon drin, da waren wir auch schon drin.
Ich hoffe, ich mache es nicht zu langweilig, indem ich hier überall alles erkunde und halt mit jedem gefühlt einmal ein bisschen quatsche. Aber die Leute geben halt dann auch mal so irgendwelche Sidequests halt noch. Ich habe hier unten auch noch mal ein paar Häuser, da könnte man auch wieder reinschauen. Wenn die halt offen sind. Das ist zum Beispiel das zu. Wir schauen aber mal noch ganz kurz. Ach, da in Argonia. Herwaldshaus. Manchmal haben die auch Bücher hier drin rumliegen, deswegen möchte ich ja schon immer gerne gucken. Da noch ein Geld hier rumliegen. Du hast aber auch nichts, gell? Nee. Dann gehen wir wieder. Dann erstatten wir dem Argonia noch einen letzten kleinen Besuch ab und dann, glaube ich, würde ich sagen, ziehen wir weiter. Yunalei. Ist aber auch nichts Interessantes, ne? Aber alle reden hier in dieser Stadt von der Diebesgilde. Das ist sehr interessant. Scheint wohl irgendwie hier ein wenig vertreten zu sein. Würde man gar nicht vermuten, wenn man hier das so anschaut. Schaut eher doch sehr festungsmäßig aus, Pelagiat. Okay, da hinten ist irgendeine große Stadt oder irgendetwas. Oh Gott, wo müssen wir hin? Wir müssen eigentlich nach Balmora. Da ist eigentlich unser nächster Schritt. Da geht es nach Pelagiat Seitengasse, Hauptstraße und da geht es nach Balmora weiter. Und ich würde mal sagen, da gehen wir in der nächsten Folge hin. Ich platziere mich mal noch hier, weil dann weiß ich auch nicht, in welche Richtung ich laufen muss. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Da machen wir uns auf den Weg nach Balmora. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.